Der Libero von Lustenau heute auch Kapitän statt des verletzten Lettocher. Nicht dabei bei Lustenau auch Claire wegen 7-mal Gelb. Kosturkow und Moizzi, die beiden sind verletzt. Für Rapid, das hat auch Trainer Heribert Weber angekündigt, das muss einfach ein Sieg werden. Und die erste Chance, die hat nach 12 Minuten René Wagner, der Tscheche, nach Flanke von Vettel. Aber ausgezeichnet, Torhüter Krasnitzer, zum dritten Mal schon bei Lustenau eine tadellose Leistung. Bei Rapid fehlen neben Zingler auch Herauf und Wittl wegen Verletzungen. Gleich die nächste Möglichkeit in einer allerdings schwachen ersten Spielhälfte für Marek Pengser nach 27 Minuten. Rapid erzeugt Druck, aber kommt nur selten zu solchen Chancen wie hier. René Wagner und dann Arnold Wettl. Nach einer halben Stunde sind beide Trainer unzufrieden. Edi Stör deshalb, weil seine Mannschaft enorm unter Druck steht. Und Heribert Weber deshalb, weil Rapid mit dem erzeugten Druck nichts anfangen kann. Und so kommt's, wie es kommen muss. Lustenau kommt erstmals zu Chancen. Tiefenbach nach Vorlage des Holländers Benecker. 37. Minute. Ladislav Meyer muss erstmals eingreifen. Eine dicke Chance für die Lustenauer. Aber 0:0 und Sympathiepunkte gibt es für die Rapidler nur deshalb, weil die Ersatzspieler, hier war es Jürgen Saller, Autogramme schreiben. Heribert Weber reagiert, bringt Angelo Vier für René Wagner im Angriff und auch Edi Stör bringt einen neuen Mann, Enzen Ebner, für Grüner. Er soll die Defensivabteilung noch ein bisschen stärken. Kratajczyk will flanken und aus der vermeintlichen Flanke wird das 1:0 für Rapid. Keine 4 Minuten nach der Pause. Krzysztof Kratajczyk, der Pole, mit seinem zweiten Bundesliga-Tor in dieser Saison. Da sieht man, dass Tamás Tiefenbach stehen bleibt und dass die Flanke von Harald Scholl abgefälscht wird. Also nicht ganz unschuldig der Ungar Tiefenbach, der Kratajczyk ziehen lässt und sehr unglücklich. Scholl berührt noch den Ball, keine Chance für Krasnitzer, aber der Ärger bei Lustenau-Trainer Stör ist natürlich groß. Die Lustenauer öffnen jetzt natürlich recht top, der Holländer. Meyer wehrt den Ball ab, aber es gibt keinen Eckball für Lustenau. Die Lustenauer haben ja mit einer Viererabwehr begonnen. Aber jetzt natürlich ein bisschen mehr Platz für Rapid. Wettl und wieder eine tolle Abwehrleistung von Mario Krasnitzer. Jetzt soll Pürk nach einer starken Stunde für neuen Angriffsschwung sorgen anstelle von Prosenik. Eckball Wimmer. Und da kommt gleich Pürk an den Ball. Und mit seiner ersten Ballberührung erzielt er das 2:0 für Rapid. 65. Minute. Zum zweiten Mal ein Rapid-Tor nach einem abgefälschten Schuss. Und die Zeitlupe beweist, Pürks Satterschuss wird von Enzen Ebner wieder unhaltbar abgefälscht. Viertes Bundesliga-Tor in dieser Saison für Pürk. Libero Prinzen hält es nicht mehr hinten. Und Glück dafür, der Rapidler. Der Ball rutscht unter dem Bauch von Ladislav Meyer durch. Recht top. Tiefenbach. Ja, und jetzt macht er seinen Fehler gut. Anschlusstreffer. Nur 4 Minuten nach dem 2:0. Nur noch 2:1, Torschütze Tiefenbach, sein 5. Saisontreffer, insgesamt sein 14. für Memphis Austria Lustenau. Damit ist er der beste Max-Bundesliga-Torschütze seines Teams. Und Heribert Weber will natürlich den Pflichtsieg nicht verlieren. Beginn der Rapid-Viertelstunde. Riesenmöglichkeit wieder für Pürk und wieder einmal Krasnitzer. Noch ist die Möglichkeit heiß, Acic. Ja, ein fantastischer Schuss, Stange, und dann trifft Pengser einen Gegner. Trotzdem, Lustenau bleibt in Wien sieglos. Rapid feiert den ersten Sieg im Frühjahr, aber einen mit 2:1 knappen und mühsamen. Nach einer Viertelstunde ohne große Höhepunkte nützt Rapid die Unsicherheiten der gegnerischen Hintermannschaft. Weiter Pass von Oliver Freund auf René Wagner. Der tanzt Dospel aus und erzielt Saisontreffer Nummer 8. Gemacht. War der Gegentreffer ein individueller Fehler des Manndeckers von Dospel? Ja, kann man so sagen.
Danach kommen die Zuschauer auf ihre Rechnung. Sie sehen ein flottes, abwechslungsreiches Spiel mit Chancen auf der einen wie auch auf der anderen Seite. René Wagners Bemühungen um einen Doppelpack werden im letzten Augenblick vereitelt. Auf der anderen Seite beweisen Michael Wagner, Rachimov und Co. Kreativität. Allerdings noch ohne zählbaren Erfolg. Gekämpft haben die Austrianer noch untereinander, wie dieser Zusammenstoß von Leitner mit Michael Wagner beweist. Aus Blond wird Rotblond mit einem gehörigen Schuss Violett, der Hütteldorfer. Und Austria-Tormann Knaller kann einmal nur mit Köpfchen einen Gegentreffer verhindern. Gelungen. Denn Radajcik beschäftigt sich zu sehr mit Meyerleb und nicht mit Michael Wagner. Ein Energieanfall des Ex-Rapidlers sorgt für den Ausgleich. Erhöhter Druck auf beide Teams als mögliche Erklärung für eine zweite Spielhälfte, in der Szenen wie diese Mangelware sind. Taktische Geplänkel und Zweikämpfe auf und neben dem Spielfeld bestimmen das Geschehen. 12 Siege für Sturm und jetzt beginnt dieses Spiel Rapid von rechts nach links. Das war erstmals Libero Braun, jetzt Schöttl, Radajcik und René Wagner, der heute einzige Sturmspitze bei Rapid ist. Er hat sozusagen einen Mann vorne, der ihn entlasten könnte, verloren, weil ihm Hatz in die Mannschaft gekommen ist. Melich. Und erstes Foul an Ivica Vastić. Prilasnik. Schupp. Buntigammer Sturm zeigt schon in der Anfangsphase, dass die Mannschaft entschlossen ist, offensiver zu spielen, dass sie mehr Druck machen möchte. Schon allein deshalb, weil in der Verteidigung einige renommierte Leute fehlen, wie Bosch und Popovic, auch Milanic, der gesperrt ist, geht den Grazern in der Verteidigung sicher ab. Hier haben sie Heribert Weber, war etwas nervös vor dem Spiel. Wollte überhaupt keine Aussagen machen. Und man merkt eben die Nervosität auch bei diesem Bild an. Foul an Prosenik. Und zwar von Schupp. Hier haben sie Schupp. Für Wimmer. Und Libero Foda klärt zur ersten Ecke für Rapid. Wimmer. Kurz verfehlt hat Wettel.
Anlauf von Prosenik, das hat sich ausgezahlt. Rapids Libero Braun hat hier gegen den schnellen Haas geklärt. Haas wird sicher die größte Gefahr für die Rapid-Verteidigung darstellen. Jetzt war eine Gefahr für Vettel und bekommt auch die gelbe Karte. Richtige Entscheidung von Schiedsrichter Schüttengruber. Gelbe Karte für Haas. Haas zählt nicht zu den gefährdeten Spielern bei Sturm. Die sind heute Neukirchner und Rheinmeier, die sich keine gelbe Karte leisten dürfen. Hans Krankl, der Salzburg-Trainer. Was flüstert da wohl hier einem Rapid-Anhänger ins Ohr? Immer wieder suchen die Sturmspieler Haas. Seine Gefährlichkeit wollen sie heute hier gegen Rapid ausnützen und sich damit einen Vorsprung in der Tabelle auf den schärfsten Rivalen verschaffen. Rapid braucht relativ lang, um aus der eigenen Hälfte herauszukommen. Wir erinnern uns an das letzte Spiel hier im Herbst 98, als Rapid eine Hälfte lang versucht hat, nur den Gegner abzufangen. War letztlich von Erfolg gekrönt, denn Rapid hat dieses Spiel dann mit 2:0 gewonnen. Radajcik gegen Vastic. Freund. Hatz hat einmal Zeit, um auch mitzugehen. Seine Aufgabe besteht ja darin, Rheinmeier in seinen Kreisen zu stören. Ja, relativ harte Zweikämpfe in der Anfangsphase. Aber wir werden heute sicher zusammen mit Heinz Schilcher hier spannende Zweikämpfe erleben. Über den Zweikampf wird wahrscheinlich dieses Match entschieden werden. Libero Braun einmal über der Mittellinie, Prosenik auf der rechten Seite.
Abseits. Rapid bisher etwas mehr in Ballbesitz. Aber das ist vielleicht auch auf das etwas abwartende Spiel von Rapid bisher zurückzuführen. Sturm schaltet schneller von Defensive auf Offensive um. Das ist wieder Haas. Und Eckball für Sturm. Eckball durch Kotzian. Und sehr sicher der Rapid-Tormann Ladislav Meyer. Wimmer läuft sehr lange mit dem Ball. In der Mitte inzwischen alle gedeckt. Kurzes Abspiel auf Wagner. Und immerhin Eckball. René Wagner bisher mit 9 Treffern der erfolgreichste Schütze bei Rapid. Versucht auch Sturm, Rapid etwas herauszulocken in der eigenen Hälfte, den Ball hin und her zu schieben. Melich. Foul von Schöttl an seinem Teamkollegen Haas. Die beiden werden ja sicher am Wochenende gegen Spanien spielen in einer Mannschaft. Freistoß durch Vastic. Ja, beide Mannschaften haben riesen Respekt voreinander. Freistoß durch Wimmer. Acic. Gut gemacht von Acic. Mit der Ferse hat René Wagner versucht, einen Doppelpass zu spielen mit Acic.
Neukirchner kümmert sich um René Wagner, Belasnik um Acic. Schopp passt auf der rechten Seite auf Prosenik auf. Und Schöttl immer bei Haas, ganz egal wo Haas sich aufhält. Schöttl verfolgt ihn auf Schritt und Tritt. Acic. Acic hat versucht, schnell abzuspielen. Der Pass ging aber ins Leere. Gespielt etwas mehr als eine Viertelstunde, immer noch 0:0 im Spitzenspiel der österreichischen Bundesliga zwischen Rapid und Punti Gammersturm. Ivica Osin, auch er noch angespannt. Er sieht eine Pattstellung auf dem Spielfeld zwischen Rapid und Sturm. Schopp kümmert sich jetzt immer mehr um Vettel. Es gibt Einwurf für Sturm und Weber ärgert sich. Achtung, meine Personen ruft Herr Karl Rossmann. Herr Karl Rossmann, würde ich bitte bringen zum Haupteingang Ihrer Zünde würde kommen. Danke. Vettel spielt bei Rapid auf der linken Außenbahn. Dort sichert ihn jetzt Schopp ab. Prosenik halb links, zumeist bewacht von Melich. Freund auf Prosenik, aber da ist Neukirchner, der Jungnationalspieler. Geschickt gemacht von Melich, hat Prosenik angeschossen und Einwurf für die Grazer. Radajcik. Thank you.
Radajcik, aber doch wenig Angriffsplatz für Rapid. Oliver Freund. Jetzt kommt Wettel. Braun. Rennmeier. Was war gedacht für Schopp? Acic. Elegante Ballführung, guter Schuss. Ein Tor hat er bisher nur für Rapid geschossen. Und seine Ideen sind auch bisher nicht so angekommen, wie man es sich bei seiner Verpflichtung vorgestellt hatte. Kotzian. Kotzian soll etwas die Sturmläufe von Wimmer auf der linken Seite, auf der linken Abwehrseite von Sturm bremsen. In den ersten 21 Minuten kein aufregendes Spiel. Vielleicht steht auch zu viel auf dem Spiel. Freistoß durch Rheinmeier. Vastic und Tormann Meier. Gefährlich angeschnitten, dieser Freistoßball von Rheinmeier. Und der Ball ist noch einmal heiß gemacht worden von Ivica Vastic. Zehn Tore hat er bisher geschossen in der Meisterschaft und es ist sein 25. Spiel gegen Rapid. Die 10 Tore, die hier eingeblendet waren, waren die 10 Tore, die er gegen Rapid eben in den 25 Begegnungen geschossen hat. Insgesamt in der Meisterschaft heuer erst 7 Tore von Ivica Vastic. Wieder Acic, sehr agil heute, hat viele Ballkontakte, riskiert auch einiges. Ich möchte fast sagen, bei Rapid riskiert er am meisten. Sehr viel Kampf bisher, wenig Spiel.
Schussversuch von Freund. Prosenik und Foda Eckball. Es gibt Einwurf, obwohl der Ball schon hinter der Torwartlinie war. Und das ist bisher das Schablonenhafte am Spiel von Sturm. Weite Pässe auf Haas, der zumeist gut gedeckt ist. Nicht nur von Schöttl, sondern zur Absicherung von Schöttl stehen meist auch noch zwei andere Rapidler bereit. Senik hat einen sehr guten Schuss, versucht es glaube ich auch direkt. Senik. Sechs Tore bisher in der Meisterschaft. Trifft ganz genau durch die Lücke in der Mauer, aber knapp am Tor vorbei. Der Foul an Bastic von Freund hat ihn kurz niedergerissen. Weber dürfte es nicht gesehen haben. Aber eine klare und richtige Entscheidung von Schiedsrichter Schüttengruber. Einwurf für Rapid. Prosenik. Ihnen gilt der Dank des Platzsprechers, aber doch eher eine Enttäuschung für dieses Spiel, diese Besucherzahl. Man hat mit einem ausverkauften Haus hier in Hütteldorf spekuliert. Belasnik, Melich. Jetzt Kotzian. Und Eck. Ausgeglichenes Spiel, ausgeglichen auch die Anzahl an Ecken, je zwei Eckbälle für Rapid und Sturm.
Und das ist das 1:0 für Rapid, und zwar durch Wettl nach einer herrlichen Aktion von Acic. Ein Kunststück war das von Acic, wie er hier Wettl freigespielt hat. Genau nach einer halben Stunde führt Rapid mit 1:0. Hier sehen wir es noch einmal. Zuerst Wimmer nach einem Pass von Prosenik. Und jetzt kommt das Kunststück von Acic. Und die große Chance für Wettl, die er ausnützt. Und damit sein zweiter Meisterschaftstreffer für Rapid. Und Rapid führt gegen Sturm mit 1:0. Ein Tor, das dem Spiel sicher gut tun wird. Gelbe Karte gibt es für Acic. Und damit ist Acic im nächsten Spiel gesperrt. Schupp, sehr fleißig, ist überall zu finden. Melich zieht aber hier gegen Radajcik den Kürzer. René Wagner. Wimmer, der sehr viele Bälle zur Mitte bringt, aus vollem Lauf. Seine Flanken haben bisher für einige Verwirrung in der Abwehr von Graz gesorgt. Kotzian kann ihn kaum bremsen auf der rechten Seite. Kirchner für Prilasnik. Zusammenspiel der beiden Manndecker. Jetzt Kotzian, der nicht richtig ins Spiel kommt. Sitzfußball von Rheinmeier. War gar nicht so arg, diese Attacke von Wettl an Haas. Fällt unter, harter Zweikampf. Beide Trainer spielen natürlich mit, gestikulieren immer wieder, was geschehen soll, sowohl Heribert Weber als auch Ivica Osim. Kotzian. Thank you.
Eckball für Sturm durch Rheinmeier. Aber wirklich gefährlich ist Sturm noch nicht geworden. Also den Ruf als offensiv stärkste Mannschaft der Bundesliga hat Sturm heute bisher nicht bestätigen können. Schupp. Der Assistent hat den Foul von Vastic angezeigt. Deshalb Freistoß für Rapid. Freistoß durch Radajcik. René Wagner wollte spielen für Acic. Gutes Defensivverhalten von Rapid, gutes Stellungsspiel in der Abwehr. Vielleicht liegt es daran, dass Sturm sich nicht entfalten kann. Viele Ungenauigkeiten im Abspiel aus der Defensive heraus bei Sturm. Dürfte ein schwereres Foul gewesen sein an Wagner. Neukirchner ist sich auch einiger Schuld hier bewusst. Naja, trifft Wagner mit der Fußspitze im Gesicht. Vlasnik. Foul von Melich an Freund. Und noch etwas mehr als 5 Minuten bis zur Pause und Rapid führt im Derby gegen Sturm mit 1:0. Torschütze in der 31. Minute Wetter. Schuss von Prilasnik, der immer offensiver wird jetzt.
Kotzian. Und der Schuss war von Rheinmeier. Ozean hat da die Rapid-Verteidigung ganz schön eingedreht. Dann gut aufgelegt von Haas für Rheinmeier. Aber der hat den Ball nicht richtig getroffen. Es ist sein 20. Spiel gegen Rapid. Nicht alle natürlich für Sturm Graz. Sind auch einige von Salzburg gegen Rapid dabei. René Wagner. Da wird Handspiel reklamiert von den treuersten unter den Rapid-Anhängern. Von jenem Sektor hinter dem Tor von Zidoci. Wieder Kotzian. Ivica Vastic. Aber dieses magische Dreieck Vastic, Rheinmeier, Haas hat heute mehr als nur drei Ecken. Kein schlechter Schuss von Schupp. Letzte Minute vor der Pause. Ein sehr kampfbetontes Derby in den ersten 45 Minuten. Und Rapids Führung aufgrund des konsequenteren Spiels über die ersten 45 Minuten sicher verdient. Melich hat sich da an der Hand verletzt. Radajczyk. Schopp und er bekommt dafür die gelbe Karte. Eine Minute wird die erste Hälfte verlängert. Ja, Radajczyk hat aus diesem Foul auch mehr gemacht. Aber das steht ihm zu. Gelbe Karte jedenfalls für Schopp. Abseits. Ich muss sagen, dass Rapid auch die gefährlichere Mannschaft in den ersten 45 Minuten gewesen ist. Hier sieht man ganz deutlich, dass Melich die Spuren der Stollen eines Gegners auf der Hand trägt. Kann bei Sturm nicht weiterspielen. Wir schauen uns die Szene dann, wenn es Gelegenheit gibt, während der zweiten Hälfte noch einmal an.
Es hat ja ganz schrecklich ausgesehen, wie der Acic mählich auf die Hand gestiegen ist. Dr. Lutschscheider hat nicht feststellen können, ob der Mittelhandknochen gebrochen ist oder nicht. Er sagt, das kann nur ein Röntgen ergeben, aber er hat dem Sturmspieler geraten, in der zweiten Hälfte nicht mehr zu spielen. Und Melich hat diesen Rat des Rapidarztes auch befolgt. Sturm ist spielerisch in der ersten Hälfte einiges schuldig geblieben. Rapid war konzentrierter, konsequenter und letztlich auch gefährlicher. An herausgespielten Chancen hat es gemangelt, aber die einzig wirklich herausgespielte Chance, die hat auch zum 1:0 durch Wettl in der 31. Minute geführt. Sturm hat in der ersten Hälfte versucht, das Mittelfeld schneller zu überbrücken, hat dabei aber auch mehr Abspielfehler gemacht, hat sehr viele Ballverluste hinnehmen müssen. Vastic, hier gestoppt von seinem Bewacher von Hatz. Haas und Eckball für Sturm. In Ecken führt Sturm mit 5:2. Spielstand ist aber 1:0 für Rapid. Eckball wieder durch Rheinmeier. Und der beste Abwehrspieler von Rapid, nämlich Radajcik, hat hier wieder geklärt. Hier haben Sie jetzt noch einmal die Szene, in der Melich verletzt wird, und zwar an der linken Hand, und hier die Spuren der Stollen von Acic. Das Ganze hat sich dann zu einer offenen Wunde ausgeweitet, sodass es richtig ist, dass Melich nicht mehr weiterspielt. Wieder Radajcik findet viel Zeit, auch sich ins Angriffsspiel einzuschalten, bringt neben Defensivkraft auch sehr viel Offensivkraft in das Spiel von Rapid. Ja, war ein Foul an Vastic, und zwar von Freund. Wenn Radajcik so gut zur Geltung kommt, dann heißt es auch, dass Vastic bei seinem Comeback nicht so wirkungsvoll ist, wie man es von ihm eigentlich erwartet hatte. Gelbe Karte jetzt für Rheinmeier.
Und Rheinmeier ist damit für das nächste Spiel gesperrt. Hatte schon 3 gelbe Karten. Glück hat da jetzt Mann Meier gehabt. Er ist schon noch immer sehr raffiniert mit seinen Schüssen, Ivica Vastić. Meier erwartet den Ball in der anderen Ecke und es gelingt ihm noch ein Reflex mit den Füßen. Sturm macht zu Beginn der zweiten Hälfte mehr Druck. Vastić lässt sich etwas weiter zurückfallen, um der Bewachung von Radajcik zu entgehen und um von dort vielleicht etwas besser die Fäden ziehen zu können. Und da ist schon wieder Radajcik. Wir sind bereits in der 53. Minute und Rapid führt unverändert gegen Sturm im Spitzenspiel der Bundesliga mit 1:0. Aber Sturm jetzt bemühter als in der ersten Hälfte. Haas. Was der Schiedsrichter hier entschieden hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat er getreten gegeben von Mario Haas. Prosenik. Acic. Und auch Hatz findet Gelegenheit, sich in das Angriffsspiel einzuschalten. Also das magische Dreieck von Sturm ist heute hier entzaubert. Zumindest in den ersten 54 Minuten. Sein Foul von Hatz an Vastić. Sturmspieler beschweren sich über die Häufigkeit der Fouls der Rapidler. Immer wieder wird Vastić gehalten oder gefoult. Weber lacht da ein bisschen in Zeitlupe. Freistoß wieder durch Vastić. Die Distanz ist besser als beim letzten Freistoß.
Im Augenblick totale Offensive von Sturm. Alle Spieler bis auf Dorman Sidorczuk in der Hälfte von Rapid. Prosenik. Rheinmeier, gut gespielt für Vastic. Und im letzten Augenblick Radajci. Aber das war zum ersten Mal etwas von Magie im Spiel bei Sturm Graz. Hier noch einmal die Szene. Gut gemacht von Rheinmeier, Vastic. Und im letzten Augenblick rutscht da Radajcik hinein, verletzt dabei etwas Vastic. Auch Radajcik am Boden noch. Ob aus Sympathie zu dem gefaulten Vastic oder weil er selbst verletzt ist, kann ich nicht sagen. Wäre schade, wenn das das Ende des Comebacks von Ivica Vastic wäre. Radajcik geht ohne Tragbare vom Spielfeld. Richtet sich aber, glaube ich, nur die Stutzen und kommt dann gleich wieder. Nein, Rapid tauscht aus. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man Radajcik aus dem Spiel nimmt. Stimmt auch nicht. Prosenik geht aus dem Spiel und Bürk, ein weiterer Offensivspieler, kommt bei Rapid. Markus Bürk, auch einer, der schon bei Sturm Graz gespielt hat. Radajcik ist auf der anderen Seite wieder aufs Spielfeld zurückgekehrt. Und die Spielanlage von Sturm ermöglicht Rapid jetzt Konterchancen. Vastic auch wieder ins Spiel zurückgekommen. Die Trainer machen da was mit. Neukirchner. Foul von Vastic an René Wagner. Jetzt wird es ein bisschen hektisch. Bürk. Und 2:0 durch den eingewechselten Markus
für Rapid. Ich wollte schon sagen, das wäre ein Einstand. Es war ein Einstand. Und was für einer. Eine halbe Stunde nach dem 1:0, von der reinen Spielzeit her gerechnet, das 2:0 für Rapid durch Markus Bürk. War nach dem Derby gegen Austria am Oberschenkel leicht verletzt, hatte eine leichte Zerrung, hat aber vor dem Spiel erklärt, er könnte schon in der ersten Hälfte spielen, er sei voll einsatzfähig. Und seine volle Einsatzfähigkeit, die hat er jetzt hier unterstrichen mit dem 2:0 für Rapid in der 60. Spielminute. Ja, jetzt zeichnet sich der Wechsel an der Tabellenspitze an. Rapid führt mit 2:0 und ein Sieg von Rapid würde ja bedeuten, dass Rapid Sturm an der Spitze ablöst. Haas für Rhein-Meier. Bürk beflügelt von seinem 2:0, bleibt hier allerdings an Schub hängen. Ein Jolly Joker par excellence, Markus Bürk. 18 Mal ist er schon eingewechselt worden. Aber vielleicht hat er sich gerade mit diesem Treffer jetzt das Vertrauen von Heribert Weber endgültig erworben. Vastić. Und da gibt es die gelbe Karte. Ich glaube, sie war für Freund. Freistoß jedenfalls für Sturm. Neukirchner. Und gut abgewehrt von Meier und Haas kommt zu spät. Noch einmal der Schuss von Neukirchner und die gute Abwehr von Meier. Schon Eckball und Meier hat den Ball wieder. Ein sehr sicherer, verlässlicher Schlussmann bei Rapid. Yeah.
Reinmeier dürfte wieder auflegen für Vastic. Macht's auch. Vastic läuft noch einige Schritte. Und dann hat er Libero Braun angeschossen. Sturm jetzt kampfstärker als in der ersten Hälfte. Das Spiel wirkt auch etwas gelöster. Aber die präzisen Chancen für Sturm ergeben sich trotzdem nicht. 67 Minuten gespielt. Rapid führt mit 2:0. Haas hat wieder versucht, Vastic einzusetzen. Feldüberlegenheit in der zweiten Hälfte von Sturm. Aber Rapid führt im Augenblick unangefochten 2:0. Freund. Es gibt Freistoß für Sturm. Und zu spielen noch ungefähr 22 Minuten. Rapid führt im wichtigen Spitzenspiel der Bundesliga gegen Sturm mit 2:0. Foul an Wettel, und zwar von Schopp, und Freistoß für Rapid. Ja, Mario Haas kann heute laufen, was er will. Immer wieder ist ein Rapid-Abwehrspieler mehr vor ihm, als er abschütteln kann. Bürk für Wimmer. Diesmal eine schlechte Hereingabe von Wimmer, der die Vorarbeit zum 1:0 geleistet hat. Thank you.
Foul von Bürg war das. 2:0. Das ist ein Lieblingsergebnis der letzten Jahre zwischen Sturm und Rapid. Einmal für Sturm oder öfters für Sturm, aber auch für Rapid. Die Auflage von Rennmeier für Vastic bei einem Freistoß. Herbert Weber versucht immer wieder Motor für seine Mannschaft von der Outlinie her zu sein. Was ihm gelungen ist, ist sicher, diese Rapid-Mannschaft zu einer Einheit zu schweißen, ihr sehr viel Defensivverständnis zu geben. Aber Rapid war heute auch im Angriffsspiel gefährlicher als Sturm Graz. Jetzt hat er es übertrieben. Freund für René Wagner. Eckball durch Wimmer. Und der Schuss war von Wett. Zuschauer klatschen die Rapid-Viertelstunde ein. Kann Haas nicht den Vorwurf machen, dass er sich nicht entsprechend eingesetzt hätte. Er ist viel gelaufen, war aber letztlich gut aufgehoben bei der Rapid-Verteidigung bei Schöttl. Und er hat auch etwas unglücklich heute gespielt. Wieder Haas gegen Schöttl. Kozian auf Vastic. Und da ist Radajczyk zumindest einmal dazwischen gefahren.
Die einzige Überlegenheit von Sturm heute bei Eckbällen. 9:3 steht es in Ecken, 2:0 für Rapid. Der Schüttengruber achtet darauf, dass das Spiel nicht verzögert wird. Schupp. Und noch ein Wechsel bei Sturm. Anstelle von Kocian. Kommt jetzt Badl ins Spiel, Georg Badl. Kocian ist viel schuldig geblieben. Schiedsrichter sieht das Zeichen seines Assistenten nicht, lässt also diesen Wechsel jetzt nicht durchführen. Und ganz sicher Tormann Meyer. Einwurf für Rapid und jetzt muss der Schiedsrichter das Zeichen sehen, jawohl. Und der schon angekündigte Tausch wird jetzt vollzogen. Kocian aus dem Spiel und Badl ins Spiel. Acic schön gemacht. Aber Vettel vergibt die Chance zu seinem zweiten Treffer heute. Da hat er viel Zeit gehabt. Hat sich alles aussuchen können. Hätte sogar den Tormann fragen können, was er machen sollte. So viel Zeit hat er gehabt. Unglaublich. Schopp und wieder Meier. Vettel. Zehn Minuten noch. Rapid führt mit 2:0 und könnte leicht mit 3:0 führen. Man kann nicht sagen, dass das Comeback von Vastic ganz missglückt war. Keinesfalls. Vastic hat sich sehr bemüht, hat versucht, Akzente zu setzen. War gefährlich, keine Frage, das zeigen die vielen Fouls an ihm. Aber seine Mitspieler haben von seiner Anwesenheit nicht so profitiert, wie sich das Ibiza Osim wohl vorgestellt hatte.
Rapid wird auch noch einen Wechsel vornehmen. Der Präsident von Sturm lacht noch. Bürg in der Mitte, Wagner, aber er bekommt den Ball zu schwach hereingespielt. Bisschen kompliziert hat das Michael Hartz gemacht. Hat man gesehen, dass er kein Angriffsspieler ist. Und jetzt ist Haas frei und verfehlt das leere Tor. Schön freigespielt von Rheinmeier und da war das ganze Tor offen. Acic aus dem Spiel und für ihn kommt der junge Sala, ein Lieblingsspieler von Heribert Weber. Da ist Jürgen Sala erstmals am Ball gewesen. Fünf Minuten geht's noch. Rapid hatte in der sogenannten Rapid-Viertelstunde die Chance, das Score zu erhöhen. Rapid hat natürlich jetzt auch mehr Platz für die Angriffe. Sturm mit dem Mute der Verzweiflung auf Offensive eingestellt. Und verschossen von Schopp. Bastic. Und Meier ist schneller. Fehlerlose Partie des Rapid-Tormanns.
Noch ein taktischer Wechsel bei Rapid. René Wagner aus dem Spiel. Und an seiner Stelle kommt Angelofi. Rapid hatte in diesem Spiel einige Fouls mehr begangen als Sturm. 25 zu 20 der derzeitige Stand. Sturms Überlegenheit bei den Ecken. Sturm hat auch mehr Torschüsse abgegeben, aber das täuscht den Rapid. War mit seinen Angriffen gefährlicher. Insgesamt wenig Torschüsse, nur 10 an der Zahl. 6 von Sturm, 4 von Rapid. Wieder Schöttl erfolgreich im Duell mit Mario Haas. Der Niederländer Martens konnte auch keinen Schwung ins Spiel von Sturm bringen, konnte keine Akzente setzen, der Ersatzmann von Milch. Am Boden ist Schopp. Schopp ist schon wieder aufgestanden. Ein Rapidler wird noch verarztet. Es ist Wettel. Minuten wird nachgespielt. Minuten sind vorbei, also noch 4 Minuten. Vastic. Reklamiert, dass er wieder niedergerissen wurde, und das stimmt. Bürk hat ihn da noch über die Schulter gegriffen. Vier für Sala, Zusammenspiel der beiden Austauschspieler. Es scheint so, als würde Rapid, so wie zu Beginn des Herbstdurchganges, auch anfangs der Frühjahrssaison das erste Duell mit Sturm mit 2 zu 0 gewinnen. Noch 2 Minuten. Rapid führt 2 zu 0. Stabile Rapid-Abwehr mit einem ganz sicheren Schlussmann Meier.
und etwas betretene Gesichter bei der Sturmbetreuung Schilcher und Ossi. Wettel. Sonderapplaus jetzt für Michael Hatz. Hat seine Aufgabe gut gelöst heute. Es war sicher taktisch richtig von Heribert Weber, das sogenannte magische Dreieck von Sturm Graz durch konsequente Manndeckung auszuschalten. Noch ein Rapid-Angriff, wahrscheinlich der letzte. Noch einmal. Und den Mann fürchten sie ein bisschen, die Rieder, Schiedsrichter Hensel. Letzten 8 Spiele hat die Hensel für Ried gepfiffen, haben sie verloren, die Innviertel. Und Trainer Reutinger hat gemeint, naja, es ist ein bisschen ein schlechtes Omen. Werden wir schauen, wie das Spiel heute ausgeht. Wie gesagt, 5000 Zuschauer im Rieder Stadion hat der Tabellenführer angelockt. Hier Kapitän Schöttl. Peter Schöttl spielt heute sein 350. Bundesligaspiel. Dann Freistoß für den SV Ried. Wer schießt? Natürlich der Slowake Boris Kitka. Und Torhüter Meyer, aber dieser Freistoß wird wiederholt, weil Wettel von Rapid zu früh aus der Mauer herausgelaufen ist. Hier sehen wir Wettel in der Mitte. Wiederholung also nochmals für den SV Josko Ried. Nochmals Boris Kitka. Und ein Gewaltschuss. Wiederum Torhüter Meyer. Glück gehabt. Wir sehen nochmals die Wiederholung. Boris Kitka, die erste große Chance für den SV Josko Ried. Hier geht geschickt aus der Mauer Stanisavljevic und Torhüter Meyer von Rapid im Bedrängnis. Aber wie scharf Kitka geschossen hat, zeigen wir Ihnen im Virtual Replay, in der virtuellen Wiederholung. Schauen Sie einmal. Und jetzt eingeblendet 117,6 km/h. Also muss man sagen, Respekt Rapid-Torhüter. Naja, die Rieder sehr kampfkräftig und Rapid einige Male sehr, sehr schlecht organisiert, auch von Kapitän Peter Schöttl. Und was man mit Kampfkraft machen kann, zeigen die Rieder vor allem zu Beginn der ersten Hälfte. Man kann vielleicht ein bisschen zur Entschuldigung anführen, kein besonderes Spiel in den Anfangsminuten. Den schlechten Platz, den sehr, sehr holprigen Platz, vielleicht sogar einer der schlechtesten Plätze der Bundesliga. Aber man muss natürlich dazu sagen, schlecht für beide Mannschaften. Trainer Heribert Weber gar nicht zufrieden mit seiner Mannschaft. Und immer der SV Ried. Und wenn dann über Kapitän Gerald Straffner mit 5 Toren auch der beste Schütze der Innviertler. Keine Gefahr hier für Torhüter Meyer. Bei den Innviertlern fehlt Anicic, er ist gesperrt. Bei Rapid Ratajczyk, er spielt für die polnische Nationalmannschaft gegen Schweden. Wiederum Ried, wiederum über Straffner. Auf Anger Schmidt und Torhüter Meyer. Bis zu diesem Zeitpunkt keine Torchance noch für Rapid. Kein Torschuss auch noch für Rapid. Wiederum die Wiederholung dieser Szene. Rapid kommt er mit einer sehr, sehr guten Bilanz ins Innviertel. In den letzten 8 Spielen 6 Siege und 2 Remis gefeiert. Und hier verschießt Zeller für die Rieder. Ich glaube aber, da ist ihm der Ball auch ein bisschen versprungen. Und das hier ist in der 41. Minute der erste Torschuss unter Anführungszeichen auf das Tor von Orange. Und das war ein Rückpass hier von den Riedern.
Fehlpass hier von den Rädern und Pürk nützt die Chance mit dem rechten Fuß, verzieht aber hier. Das war der erste Torschuss und auch der einzige Torschuss in der ersten Halbzeit für die Hütteldorfer. Nochmals hier Pürk, nimmt sich hier den Ball, aber über das Tor von Milan Orage, der heute, wie gesagt, seine Premiere im Frühjahr feiert. Der Trainer Reutinger hat gesagt, eine Bauchentscheidung. Und was muss ich Ihnen mehr sagen? Welche Qualen ein Trainer durchlebt in einem Spiel. Heribert Weber, sichtbar nicht zufrieden und man sieht es auch an seinen Lippenbewegungen. 0:0, wie gesagt, der Pausenstand in der zweiten Halbzeit. Rapid besser ins Spiel mit mehr Kombinationen. Aber hier die erste Chance für die Rieder, für Sliwowski und der vergibt stümperhaft. Aber vielleicht ist auch der Vollmond heute. Man sagt ja, Vollmond schlägt sich aufs Gemüt und er weiß es. Trainer Klaus Reutinger und notiert schon fleißig. Dann Rapid über Pengsa. Hier wird von den Rapidlern Handspiel reklamiert, Handspiel von Libero Boris Kittka. Schauen wir in Wiederholung. Hier nochmals Marek Pengsa. Er kommt in der zweiten Halbzeit für Wittl. Und hier wirklich Handspiel von Kittka, aber man sieht es auch hier in der Wiederholung. Natürlich angeschossen. Kein Elfmeter für Rapid. Nach wie vor 0:0 im Rieder Stadion. Dann eine Chance für Brunmeier. Brunmeier, der heute hereingekommen ist dafür. Sliwowski aber vergibt hier stümperhaft, wollte geben, spielen hier auf Strafner, aber schlecht gemacht vor 5000 Zuschauern. Im 13. Bundesligaspiel gegen Rapid hat er wieder kein Tor geschossen. Hier vergibt nochmals Stanisavljevic. Sie sehen hier die Armbinde links, eine schwarze Armbinde, der Serbe Stanisavljevic trägt diese Binde wegen des Kriegs in seiner Heimat. Die Rieder Vereinsführung war mit seiner Entscheidung nicht einverstanden, hat sie ihm aber freigestellt. Nochmals hier eine Chance für die Innviertler. Kein Problem hier für die Rapidler und zwar Angerschmidt. Rapid, wie gesagt, etwas besser im Spiel, aber noch immer nicht zufrieden. Trainer Heribert Weber. Dann nochmals Rapid und zwar hier über Prosenik, große Chance hier, der Matchball eigentlich für Pürk, Markus Pürk in der 76. Minute, die Riesenchance, die Chance auf den Siegestreffer, hier Freund spielt hier auf Prosenik und der macht es klasse, wie er hier den Ball runternimmt, wie er Rotbauer von Ried versetzt, wie er hereingibt, aufschaut, hereingibt auf Pürk und der findet in Orage seinen Meister. Nochmals hier diese Gelegenheit, diese Riesenchance für Rapid durch Markus Pürk. Dann noch eine Chance für die Innviertler, für Pchitka. Es bleibt aber beim 0:0 im Rieder Stadion. Eine kleine Erfolgsstory unter Anführungszeichen für den SV Ried. SV Ried gegen Rapid 0:0. Beide erlebt. Es geht los. Rapid in der ersten Hälfte quasi mit der Sonne im Rücken von links nach rechts. Der Salzburger, wie von Christian Prosenik richtig vermutet, in Gelb und nicht im traditionellen Violett. Das ist Libero Martin oder Charlie Brown, wie er genannt wird. Krzysztof Ratajczyk, der Pole, der erst dieser Tage seinen Vertrag um 4 Jahre verlängert hat. Eine ganz, ganz wichtige transferpolitische Entscheidung der Rapid-Führung. Hat sich für Rapid und gegen Hertha BSC Berlin entschieden. Pürk. Er kämpft den ersten Eckball in diesem Spiel. Markus Pürk
eigentlich der Superjoker dieser Meisterschaft mit 5 Toren. Vielleicht gelingt ihm heute mal, wenn er von Beginn weg spielt, ein Treffer. Unsicherheit bei Schaffer und da rettet spektakulär Libero Szewczyk. Ungewohnte Unsicherheit beim Ungarn, der in den letzten 17 Meisterschaftspartien 8-mal zu 0 gespielt hat. Kriegsbichler, Glieder, Rateitschik schneller am Ball. Richard Kitzbichler, dessen gute Form zu Team-Comeback-Hoffnungen Anlass gibt. Sein einziges Teamspiel vor 3 Jahren auswärts in Ungarn. Zweikampf Glieder, Schöttl und erste Chance für Salzburg. Aber Herfried Sabitzer kam da etwas zu spät an den Ball. Attackiert von Glieder. Links Rateitschik, der seine beste Saison in Österreich spielt. Gute Flanke, aber ein wenig zu hoch für René Wagner. Bert Weber hat aus seiner Mannschaft einen überraschenden Tabellenführer geformt. Vielleicht nicht unbedingt mit dem attraktivsten Stil, aber mit einem sehr effektiven. Das ist der junge Pamminger. Flanke kommt rein, aber diesmal Schaffer sicherer als vorhin beim Corner. Flanke von Markus Pürk. Das ist der sozusagen Comeback-Kid Andy Heraf. Nach seiner Meniskusoperation hat er ja in Deutschland Rehab betrieben. Schon einen Kurzeinsatz gehabt in der Meisterschaft, aber noch kein Spiel von Beginn an seit 6. Dezember. Thank you.
Erfolgs von Aufhauser. Wimmer, der bleibt an Šefčík hängen. Das Ganze gefolgt von einem Foul von Acic. Das ist Nikolic gewesen, der gegen Steyr beim knappen 1:0 vor wenigen Tagen den Umschwung gebracht hat nach seiner Einwechslung zur Pause. Das ist wieder der Jugoslawe, für ihn Alke Bradaric nur auf der Bank und Sie sehen, er spielt mit Trauerschleife. Ich denke, Sie kennen den politisch bedingten Grund. René Wagner mit 9 Saisontreffern in der Bundesliga, der beste Rapid-Stürmer. Insgesamt 13 Saisontreffer in allen Bewerben. Ja, der Rückpass Richtung Ladislav Meyer ein wenig missglückt. Die Salzburger betreiben eigentlich sehr weit vorne Vorchecking. Aggressiver Beginn der Auswärtsmannschaft und Edi Glieder. Aufhauser und Ibertsberger. Šefčík, damit kennen Sie auch die drei Abwehrspieler der Salzburger, die da hinten herumspielen. Der Steilpass sofort beantwortet mit einem Foul an Kitzbichler. Lipcsay, der Ungar, macht sich bereit zur Ausführung des Freistoßes. Ball, Aufhauser, Abseits. Herfried Sabitzer im Vorjahr noch mit 15 Toren, drittbester Schütze in der Max-Bundesliga. Heuer hat er erst zweimal getroffen, zuletzt aber immerhin beim 2:0 gegen den LASK. Kurz vor Schluss ein wichtiges Tor erzielt. Nach 10 Minuten das erste Foul eines Salzburgers an René Wagner. Drehung um Aufhauser herum, trotzdem gestoppt. Und eines sieht man, die beiden gelernten Mittelfeldspieler Ibertsberger und Aufhauser entwickeln auch als Manndecker einen Drang nach vorne.